So, grüß euch, liebe Abonnenten von Buschi TV. Auch bei euch möchte ich mich nochmal bedanken für eure unglaublich, rege, was ist das denn für ein Deutsch, von 1871. Also für eure unglaublich rege Teilnahme hier, auch was da an Kommentaren kommt zu den einzelnen Clips. Das ist schon sensationell. Herausragend waren die Kommentare zum Interview mit Materia. Aber der Martin ist auch ein fantastischer Typ. Ich könnte mir den ja gut beim Tag des Handballs am 6. September vorstellen als Spieler. Obwohl Handball, er ist ein guter Kicker, aber Handball. Oder er macht ein bisschen Mucke. Das wäre vielleicht auch nicht allzu schlecht. Wäre alles eine Überlegung wert. Ich weiß aber nicht, ob er Zeit hat. Also das waren sensationelle Reaktionen. Und dann natürlich die Gespräche mit Wolf-Christoph Fuß im Jagdschlösschen in Harlachingen bei der schönen Platte. Ganz gesund übrigens alles, ne? Radieschen, Möhrchen, bisschen Käse, Vollkornbrot. Die Reaktionen waren sensationell. Vor allem von den üblichen Verdächtigen. 360 Game TV, der schreibt zum Beispiel, dass die TV-Sender euer Potenzial nicht erkennen und euch keine gemeinsame Sendung geben. Das ist doch eine Schande. Ganz so einfach ist das nicht. Zum einen hat Wolf einen sehr, sehr guten Job bei Sky, kommentiert Champions League, Fußball-Bundesliga, kann sich nicht beschweren. Ich habe auch genug Aufträge im TV. Und so ein Ding, was euch hier total gut gefällt, bei Buschi TV, wenn wir einfach mal locker frei von der Leber wegplaudern, ob sich das im TV durchsetzen würde, wo auch ganz andere Zuschauerzahlen gefordert sind. Also hier machen wir ja ein Fass auf, wenn wir 25.000, 30.000 Klicks haben. Im Fernsehen redest du dann davon, für einen kleinen Sender vielleicht, wenn du 200.000 Zuschauer hast, für einen großen Sender müsstest du mit so einem Interview, was eine halbe Stunde geht, das ist ja undenkbar eigentlich im TV, müsstest du schon für einen größeren Sender 1,5 Millionen Zuschauer haben. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Leider wäre eine schöne Idee, aber das werden die nicht machen. Und da habe ich, welch große Überraschung, durchaus Verständnis für. Dann ein Dauerkunde. Kunde ist gut, ja, kostet ja nichts, hier Abonnent zu sein. Nein, ein Dauerzuschauer bei Buschi TV, Mo seine Taverne, guter Typ, ist immer dabei und der hat sich in Anführungsstrichen beschwert. Da habe ich Rangnick draufgestellt und wenig später dann direkt das Gespräch mit Wolf-Christoph Fuß. So ist das manchmal, wenn ich Videos habe, wo ich denke, die müssen jetzt drauf, das wird euch interessieren, dann kommen die drauf. Was haben wir denn noch so an Kommentaren von euch? Aachen-Fan 21, mehr, mehr, mehr. Was eine geile Runde, einfach nur herrlich. Runde ist gut, Wolfi und ich. Naja, vielleicht bringen wir für drei Gewicht auf die Platte. Ja, und wie gesagt, viele, viele von euch, muss mal die Brille abnehmen, um das lesen zu können. Juhu, Mu schreibt, um es in Wolfis Worten zu sagen, Hashtag Wahnsinn. Ja. Krustenplayer, Buschi und Wolfi, Hammer. Timo Schuladen. Schaut auch lecker aus, was ihr da futtert. War auch sehr, sehr lecker. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja, und. Also, wie gesagt, da gab es knapp. Wie viele Kommentare gab es denn eigentlich da zu dem ersten Wolfi-Ding? Ah, ne, 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 ne. Ja, knapp 100 Kommentare und davon 90 positiv oder 95. Sonne ballert hier aber auch. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr seid echt unglaublich. Ich werde mir weiter Mühe geben, Buschi TV in eurem Sinne mit Verrücktheiten, aber auch mit durchaus tiefgehenden Interviews zu füllen. Jetzt ist allerdings erstmal Ostern. Ich bin durch. Ja, manche beschweren sich ja auch schon immer, meine Augen würden immer kleiner. Es war wirklich der Wahnsinn in letzter Zeit. Ihr habt es auch schon gemerkt, die Frequenz der Videos ist insgesamt schon etwas geringer geworden. Anders geht das auch gar nicht mehr. Aber versprochen, ich werde da weiter was liefern. Überhaupt keine Frage. Ja, dann war noch dieser Wahnsinn. Keine Sorge, ist keine Kaufaufforderung. Aber hier das Hörbuch und das Buch. Ja, noch hier, jetzt noch ohne Bestseller-Button. Es ist wirklich in der kommenden Woche auf Platz 10 bei den Paperbook-Bestsellern in der Spiegelliste. Das ist, so habe ich mir sagen lassen, ich habe von dem allen ja keine Ahnung, der Ritterschlag für Autoren. Als Autor sehe ich mich gar nicht. Ich habe einfach mal das niedergesprochen und niedergeschrieben, was mich so die letzten 20 Jahre beschäftigt hat. Und wie ihr das angenommen habt, sensationell. Ich habe mich bei euch immer wieder zu bedanken. Also, hier wird es demnächst weitergehen mit Buschi TV. Es gibt noch ein bisschen was mit Wolf-Christoph Fuß. Peter Neururer, habe ich versprochen, wird hier demnächst dabei sein. Dirk Nowitzki, wenn er im Sommer in Deutschland ist, wird sicherlich auch vor die Kamera kommen für ein längeres Gespräch. Ich habe noch eine Menge vor. Auch noch zwei, drei Dinge, nicht mit Buschi TV, an anderer Front. Ihr kennt die Geschichte ja, Geheimniskrämerei. Nee, ich kann das noch nicht genau hier sagen. Aber da kommt was und ich denke, das wird euch gefallen. Ja, also ich kann nicht mehr als 100 Mal Danke sagen für eure Treue hier im Channel und insgesamt, wie ihr mir folgt. Macht euch ruhige Tage, genießt das Osterfest. Vielleicht habt ihr ja auch eine Woche frei. Ich gehe jetzt mal mit der Family ein bisschen auftanken, mich ein bisschen um die Zwerge kümmern. Ich denke, das ist in Ordnung. Also nicht böse sein. Bis irgendwann Ende April, Anfang Mai. Ich wünsche euch was.
Ihr seid die Größten. Nein, kein Reisschwenk. Dann fällt das Handy wieder hin und dann ist wieder Bambule angesagt. Hier. Tschüss, macht's gut.